Ja, meine Lieben, und damit recht herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von FIFA 19. Und ja, leider nicht mehr mit der Karriere mit dem FSV Zwickau. Wer vielleicht das Infovideo gesehen hat, was ich mal gemacht habe, die kleine Infobox, weiß, dass es da Probleme mit dem Spiel und mit Origin sogar gab. Ich musste alles wieder runterhauen, neu installieren und dann kam ich an die Speicherstände nicht mehr ran. Es war grauenhaft. Ja, und damit wir uns die Zeit bis FIFA 20 noch ein bisschen vertingeln können, weil, habe ich mich übrigens auch verlesen, es kommt ja gar nicht am 20. September, sondern erst am 27. Das heißt, das dauert noch ein Stück. Habe ich mir überlegt, was können wir in der Zeit machen? Champions League spielen. Weil das geht ja nicht allzu lange. Aber damit es ein bisschen herausfordernd ist und nicht so langweilig, habe ich mir überlegt, wir nehmen einfach mal einen der schwächeren Vereine oder einen mit der schwächsten in dieser ganzen Gruppenphase. Und ich habe ein bisschen geschwankt zwischen Viktoria Pilsen und den Young Boys aus Bern. Aber habe mich dann doch für Viktoria entschieden. Finde die Gruppe einfach ein bisschen interessanter. Weil da haben wir vielleicht auch doch Chancen weiterzukommen. ZSK ist nicht so stark, aber gut, Real und Roma wird nochmal eine ganz andere Nummer. Von daher, aber hier drüben mit Menu, Juventus und Valencia, das wollte ich mir nicht antun. Also würde ich sagen, starten wir mal mit Viktoria Pilsen in die Champions League. Ah, mach neu. Ah, fertig. Passt schon. Champions, die Kinder. Ich freue mich. Gleich gegen ZSK. Das heißt, dieses Spiel müssten wir gewinnen. Wir gucken nochmal. 5 Minuten Profi ist alles so geblieben. Sehr schön. So, und wir checken nochmal. Genau. Kurz die Aufstellung. Mit was spielen denn die Kinder hier? Hier, der kann links und rechts spielen. Der kann auch rechts spielen, dann 72, den lassen wir gleich mal ran, so. Ein 71 Rechtsverteidiger sitzt auf der Bank, was stimmt da nicht? Sieht im Tor aus. 73, Ruska, oh, das Willen. Habe ich mir da angetan. Tja, können wir es mal so lassen. 74er auf der Bank sitzen? Spielt er nicht? Ja, weg. So. Tun wir das Ganze mal speichern. So, und dann mal gleich rein ins erste Spiel. Ja, das finde ich gut. Da kennen wir sofort den Unterschied. Oh Mann. Eieiei. Richtiges. Ja, wirklich ein richtiges Ostderby für Champions League-Verhältnisse. So reicht. Geh weg. Ich will aufhören. Hallo. Was war das denn? Das sah irgendwie lustig aus. So. Die Jungs sind ready. Auch wenn ich von denen, glaube ich, keinen einzigen mit Namen kenne, aber. Können ein bisschen lustig beim Kommentieren werden. Ah.
Ich bin ja gespannt. Bin sehr gespannt, was das wird. So eine Mannschaft, mit der habe ich noch nie gespielt. Ja, wirklich noch gar nicht. Das wird interessant. Ah, und jetzt erstmal Champions League-Hymne. Wunderschön. Für die wird man doch bestimmt auch geclaimed auf YouTube, oder? Egal, ich lasse drin. Was soll's. Freunde, das wird gut. Ja, Aufstellung, keine Ahnung. Kennt keinen von euch. Oh, und wir dürfen gleich loslegen. Schauen wir mal. Oh, wie agil die Jungs sind. Da geht's super los. Find ich gut. So. Sehr schön. Rechnik. Oh mein Gott. Rechnik ist nicht der schnellste. Boah. Boah. Ruhig, Kinder. Alter, die Russen wollen hier anfangen zu zaubern. Ich glaube, es hackt. Das erste Mal vom Tor und einfach mal abgezogen. Also ich hätte erst gar nicht gedacht, dass der Pass ankommt, aber ja, können wir uns nochmal angucken. Einfach durchgesteckt, kleine Drehung und zack rein. Patz. So muss das. Da bin ich Menschek oder wie auch immer. Ich kann solche Namen halt nicht aussprechen. Keine Ahnung, wie die alle heißen. So, weiter geht's. Oh, Fehlpass. Wollen wir doch mal gucken, ob wir daraus was machen können. Oh. Schade, da war er schon wieder, der Junge. Er kam aber diesmal nicht ganz so präzise. Obwohl, naja. War schon ganz schön knapp. So. Boah. Dranbleiben, 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 Kinder. Easy für den Torhüter. Ey! Hallo? Glasklar geschuppt. Komm ran! Boah! Alter, ZSK kann aber auch ein bisschen was, also. Die haben schon ein paar interessante Kombis dabei, muss man sagen. Können wir noch nicht so richtig mithalten hier. Das gerade unsere Hintermannschaft wirkt schon ein bisschen träge.
Aber ich, wie gesagt, hier mit einem einfachen Kurzpassspiel scheinen wir hier doch relativ weit zu kommen. Kommen auch relativ oft vors Tor, das gefällt mir schon mal. Also. Boah, was war das denn? Okay. Nicht die beste Flanke. Eieiei. Jungs. So. Gleich wieder Ball erobern. Sehr schön. Durchgesteckt. Ah. Alter, wer hat den ZSK da am Tor? Der reißt ganz schön ab, der Junge. So, wir machen mal die übliche Variante. Oh. Okay, vielleicht nicht mit den Spielern. Die sind da ein bisschen zu langsam. So, hol den jungen Mann da mal hier außen weg. Das gefällt mir ja gar nicht. Halt. Halt, stopp. Halt, stopp. Ah. Natürlich kommt der Stürmer wieder aus dem Abseits, wie immer. Ist auch so ein Klassiker bei FIFA irgendwie. Nicht weg, verdammt. Schade. Schade, schade, schade. Ja, fast noch angekommen, so guter Michael. Und patz. Ah. Zu viele Moskauer Beinchen dazwischen. Schade, 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 schade. Und nochmal rüber. Und nochmal. Ja! Ja, den hat er noch. Bringt er rein. Nein! Ah! Den hat er noch. Oh. Ich wollte gerade sagen. Drecksau, gelb, los. Okay, nur Verwarnung. Na gut, gucken wir mal. Ob wir den halbwegs anständig reinbringen können. Ah. Oh. Ah, bonjour, den haben wir noch. Oh. Oh, den haben wir noch. Nein. Nicht mehr, schade. So, gleich weiter nach vorne. So, jetzt wieder über außen. Abbremsen. Flanke rein. Ah. Und wir haben ihn noch immer. Das ist ja der Wahnsinn. So. Und jetzt probieren wir es nochmal mit einer Flanke. Oh, das. Schade. Hätte ja fast gedacht, der fault mich da oben noch. So ein Elfmeter wäre natürlich nochmal eine schöne Möglichkeit gewesen. So, Nachspielzeit. 3 Minuten hat er uns gegeben, okay. Okay, wir wollen die 3 Minuten mal ein bisschen ausklingen lassen hier. Also wir kommen noch zu einem überragenden Angriff. Und der war fast durch, aber reicht nicht. Schade. Alter, schade ist halt irgendwie das Wort des Tages. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe hier. Naja gut, 1:0 Pausenführung. Ist okay. War aber schön rausgespielt, die Chance, muss ich sagen. So, was machen die anderen? Amsterdam. Ajax führt gegen Athen 1:0. Ja, kann man erwarten, glaube ich. Die sehen auch alle noch relativ fresh aus. Finde ich okay. Gut, weiter geht's. So, und jetzt müsste ich. Oder beziehungsweise ich würde gern. Schon auf das zweite Tor spielen wollen. Weil es gibt einem doch eine ganz andere Sicherheit, so ein zweites Tor. Ah. Aber irgendwie
funktioniert das nicht so, wie es gerne hätte. Ah! Schade. Nein! Ah! Kriegt da wieder einen Ball nicht richtig? Och Mann! Oh, der war gut. Nein! Ah. Ja! Jawohl! Ah, wieder schön durchgesteckt. Ah, das erlösende 2:0. Hurra war. Ich kenne die Spieler halt überhaupt nicht. Aber es ist ja egal. Solange sie ihr Zeug machen. Oh, der hat schön oben reingepasst. Thomas Horava. Geiler Typ. Mag ich. So, ZSK wechselt schon. Wir warten mal noch ein bisschen. Jetzt müssen wir ja auch nicht mehr so viel laufen. Jetzt können wir ja ein bisschen hier verwalten und genau darauf warten, dass wir mal einen Ball kriegen. So. Nein. Oh, der war Zucker. Nein, was war das denn? Was war das denn? Das sollte ein Kopfball aufs Tor werden. Was macht der? Wo köpft er den hin? Alter Junge! Das war das klare 3:0. Und er lässt es einfach liegen. Alter Boy. Ah! Also da merkt man schon mal, dass sie von ihrer Gesamtstärke halt nicht ganz so stark sind. Ne? Ich meine, gut, hier waren auch ein bisschen behindert, ne? Vom Gegenspieler, aber trotzdem. Man merkt halt, nur mit einer 70 oder so lässt sich halt so eine ordentliche Flanke nicht so geil verwerten. Heieiei. So, na gut, gucken wir mal, ob wir hier mal noch irgendwo den Ball abluchsen können. Oh, der war schön. Spiel nach innen. Oh, der war schlecht. Da hätte ich den Steilpass nehmen müssen. Junge, komm her. Oh, easy. Ganz locker, sanft geklärt. Sehr schön. Ja, hätte klappen können. Er ist eigentlich ganz gut gelaufen auf der linken Außenbahn, aber. So, und wir haben schon wieder den Ball. Das muss man sagen. Also, wir kriegen den Ball relativ leicht vom Gegner. Schenken ihn leider zu oft her. Für meinen Geschmack. Ja, und wir haben schon wieder den Ball. Also so richtig nach vorne bringen sie nichts zustande. Das soll uns jetzt aber nicht stören. Ich würde aber schon gerne noch ein Tor machen, wenn es geht, weil, wie gesagt, mit diesen anderen, mit Real und der Roma in der Mannschaft, die schießen auch noch mal ein paar Tore. Und wenn es dann irgendwann mal aufs Torverhältnis ankommt in der Gruppe, dann möchte ich doch schon ein paar Pünktchen mehr auf dem Konto haben. So, gucken wir, was wir machen können. Bring auf jeden Fall links mal ein bisschen neue, frische Akzente. Auf der rechten Seite und ja, das ist ein klassischer Stürmer. Was bist du? Auch klassischer Stürmer.
Klausik? Ja, dann bringen wir mal noch einen Z2M, komm. Der sieht auch ein bisschen platt aus hier. Horava. Bringen wir mal Germak. Oder wie man das auch immer ausspricht. Da, wie gesagt, ich habe da absolut keine Ahnung. Diesen osteuropäischen Namen. Ja. So, komm ran. Oh ja. Oh ja. Was war das denn? Jetzt ist die Frage, kommen wir überhaupt noch zum Wechseln? So, ich würde jetzt gern darauf verzichten, noch ein Tor zu kriegen. Ja, und sprint einfach mal durch. Flanke rein. Boah. Okay. Wo war da das V-Spiel? Okay, egal. Ich hab's nicht richtig gesehen, aber... Ja. Nehmen wir gerne mit den Elfmeter. Also... Wenn wir die Chance bekommen, uns hier zu verewigen, schade, aber wir haben ja noch eine Möglichkeit. Oh, das war nicht so gut. Okay, wir gucken mal, wie wir durchkommen. So. Schade, Flanke kommt nicht mehr rein. Zumindest nicht dahin, wo sie soll. Oh. So, und... Oh. Lauf. Ach. Kayamba, sehr gut. Oh. Ah, okay, die Jungs sind platt, aber... Wir wollen trotzdem verhindern, dass wir noch ein Gegentor kassieren. Oh. Oh. Weg damit. Ja, stark. Erstes Spiel der Gruppenphase gewonnen. Mein Gut, gegen Moskau. War jetzt schon so ein bisschen... Ja, dass der der Gegner in der Gruppenphase, den wir immer schlagen müssen, sowohl im Hin- als auch im Rückspiel. Gegen Real bzw. die Roma wird es definitiv nicht so einfach werden, denke ich. Aber gut, da lassen wir uns mal überraschen. Wir gucken gleich mal, gegen wen wir denn als nächstes überhaupt ran müssen. Ist ja auch nochmal so eine interessante Komponente. Pacina, 9,4, Alter. 56% Ballbesitz, ja. Genug Torchancen hat man auch. Also kann ich nicht meckern. Ajax hat gewonnen, okay. Sehr schön. Ja, die können von mir aus gern weiterkommen, sympathische Truppe. So, und als nächstes gegen die Roma. Ah ja. Wie sieht es in der Gruppe aus? Real Madrid hat gegen die Roma gewonnen, okay. Ja, kann man so machen. Sieht man hier denn... Genau, wir können ja mal die Gruppen durchgehen. So, Gruppe A. Dortmund gewonnen. Atletico unentschieden. Barcelona und Inter führen Gruppe B an. Tottenham verloren. Okay. Gruppe C wird von Neapel und PSG angeführt. Liverpool lasse ich mal nicht so gehen. Wie kann man 1-2... Zu Hause verlieren gegen PSG. Kloppo, was soll denn der Scheiß? Gruppe D, Galatasaray und Schalke. Okay, schönes Ding. So, Gruppe E, Ajax und Benfica. Bayern hat verloren gegen Benfica, okay. Die TSG aus Hoffenheim. Hat Schachter Donetsk geschlagen, okay. Und Olympique Lyon hat einfach mal gegen Manchester City gewonnen. Logo. Ich mag den Computer immer. So, und das ist unsere Gruppe.
Das wissen wir schon. Und wir haben wir letzte Gruppe noch? Ja, okay, da ist das passiert, was ich erwartet habe. Juve und Man United vorneweg. Okay. Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Und am, lass mich überlegen, Mittwoch sehen wir uns dann wieder und spielen auswärts im schönen Rom. Und ja, hoffen, dass wir da ein paar Punkte mitnehmen können. Auch wenn das nicht einfach wird. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.